In Teil 7 erläutern wir die wichtigen regelmäßigen Wartungsarbeiten für Ihren Essig-70 Soda Extractor Endlötkolben. Im Visi-Filterelement werden die Dämpfe des Lötflussmittels aufgefangen. Deshalb muss das Filterelement ausgewechselt werden, sobald es verfärbt oder mit Rückständen zugesetzt ist. Lassen Sie das Gehäuse aufschnappen, nehmen Sie das alte Filterelement heraus und entsorgen es. Das neue Filterelement einsetzen und das Gehäuse wieder zuschnappen. Nun werden die Unterdruckanschlüsse wieder anmontiert. Alle regelmäßigen Wartungsarbeiten am Essig-70 Soda Extractor Entlötkolben mit heißem Heizelement vornehmen. Wenn Sie Platinen entlöten, die schwer verunreinigt sind oder mit viel Flussmittelrückständen, muss die Spitze mit einem Reinigungswerkzeug ab und zu gereinigt werden. Am besten erst mit einem dünneren Werkzeug. Und zum Schluss reinigen Sie mit dem dicksten, das in die Spitze passt. Zum Reinigen des Essig-70 Soda Extractor Endlötkolbens halten Sie das Handstück mit dem Heizelement nach oben. Schalten Sie das Vakuum einige Male ein, um Lotreste im Heizelement abzusaugen. Zur Prüfung die Spitze herausnehmen. Abgenutzte oder beschädigte Spitzen sind auszuwechseln. Ganz wichtig ist ein sauberes Heizelement für eine maximale Wärmeübertragung und eine korrekte Erdung der Spitze. Reinigen Sie mit der 5 mm Drahtbürste erst die Bohrung im Heizelement, während das Vakuum eingeschaltet ist. Und dann reinigen Sie mit der dünnen Drahtbürste das hintere Ende des Steigrohrs. Wenn Sie mit Mikrospitzen arbeiten, nehmen Sie erst die Spitze aus dem Adaptip Adapter. Ist sie abgenutzt oder beschädigt, wird sie entfernt. Dann reinigen Sie den Adaptip Adapter mit der 3 mm starken Drahtbürste. Dann den Adaptip Adapter abnehmen und das Heizelement säubern, wie zuvor erläutert. Sind Verschleißspuren oder Schäden auf dem Adaptip Adapter zu sehen, wird er ausgewechselt. Die Glaskammer kann eine große Lotmenge fassen und muss regelmäßig gewartet werden. Zum Reinigen halten Sie das Handstück mit dem Heizelement nach oben. Drücken Sie auf die Verschlusskappe und drehen Sie sie nach links. Halten Sie das Glasrohr am Oberteil und nehmen Sie die Verschlusskappe ab. Vorsicht, das untere Ende könnte nach dem Ausbau noch heiß sein. Im normalen Betrieb fangen sich im Filter Flussmittelreste und Lötzinnteilchen. Der Filter wird herausgenommen und entsorgt, wenn er hart, verstopft oder verfärbt ist. Dann entfernen Sie das Essblech und das aufgefangene Lötzinn aus dem Glasrohr. Das Altzinn wird ebenso entsorgt. Nun wird der Borstenpinsel mit einem zugelassenen Reinigungsmittel angefeuchtet. Pinseln Sie das Glasrohr mehrmals aus, um Lötflussmittelreste zu entfernen. Nun säubern Sie das Essblech mit einem zugelassenen Reiniger, um Lot- und Flussmittelreste zu beseitigen. Wenn es in Ihrem Betrieb erlaubt ist, geben Sie ein wenig Mineralöl auf den Drahtpinsel. Überziehen Sie damit leicht das Essblech und das Glasrohr, um Festkleben von gesammeltem Lot und Rückständen zu vermeiden. Installieren Sie einen neuen Filzfilter in das Glasrohr und überprüfen Sie dessen Sitz.
Nun führen Sie das saubere Essblech ein. Wenn es zu locker ist, dann biegen Sie es leicht und führen es erneut ein. Setzen Sie die Verschlusskappe drehend am Filterende ganz in das Glasrohr ein und setzen das Ganze wieder in das Handstück ein. Achten Sie auf guten Sitz an der vorderen Dichtung. Schließlich wieder eine Spitze einsetzen. Nach korrekter Reinigung und Installation des SX70 Soda Extractor Endlötkolbens sollte die Endlötspitze gut funktionieren mit maximaler Saugleistung. Eine optimale Saugleistung kann mit dem PACE Process Monitor festgestellt werden. Ehe Sie weiterarbeiten oder den SX70 Soda Extractor Endlötkolben aufräumen, wird gereinigt, sowie die noch heiße Spitze verzinnt. Damit verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Thermodrive- und Longlife-Spitzen. Am Arbeitstagsende, wenn der SX70 Soda Extractor Endlötkolben noch heiß ist, nehmen Sie die Spitze heraus und setzen Sie sie in die Spitzenhalterung ReadyRack. Nun reinigen Sie das noch heiße Heizelement gründlich. Platzieren Sie Ihren SX70 Solder Extractor Endlötkolben in der Halterung und schalten Sie das Gerät ab.